Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Jupiter Orakel im Zeitraum von 21. Juni bis 27. Juni 2018. 21. Juni ist Donnerstag und das ist Tag der Jupiter. Donnerstag ist ein Jupiter-Tag. Jupiter ist der größte Planet in unserem Sonnensystem und das zeigt sich auch. Jupiter vermehrt etwas, vergrößert etwas. In griechischer Mythologie ist Jupiter nichts anderes als Zeus, der Himmelsgott ganz oben in Olymp. Jupiter bedeutet auch Glück, das ist das große Glück in unserem Leben. Aber nicht nur das, sondern auch Gerechtigkeit. Zwar die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung gehört auch im Bereich Jupiter. Jupiter bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Skorpion. Ist gerade rückläufig. Das hat natürlich auch eine Bedeutung. Entweder bremst das etwas oder hat das mit der Vergangenheit etwas zu tun. Kehrt jemand zurück und klärt sich etwas auf und bekommt er die Gerechtigkeit oder karmischen Erinnerungen und kommt die Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung, kann eine rechtliche Lage sein, was gerade noch gebremst ist und geht nichts voran. Jupiter bekommt einen schönen Einfluss von Neptun und Neptun ist zwar etwas undurchschaubar, undeutlich, natürlich in einer rechtlichen Lage ist das kein Vorteil, aber Neptun bedeutet auch Träume, Visionen. Und diese Träume werden wahr, weil Jupiter gibt das Glück dazu. Und das Wasserelement bedeutet, es kommt im Fluss, kommt in Bewegung. Einen baldigen Sonneneinfluss kommt auch auf diesem Jupiter Bewegung. Und das bedeutet, es klärt sich langsam etwas auf, auch in einer rechtlichen Lage. Mond bestrahlt auch sehr schön die Jupiterbewegung und Mond im Waage wieder mit Gerechtigkeit hat etwas zu tun. Aber nicht nur das, sondern Waage symbolisiert auch die Liebe, Partnerschaft. Und natürlich hier gibt es auch Einfluss, dass wir in die Liebe gerade das Glück haben, das Liebesglück. Und bei rückläufiger Jupiter und rückläufiger Neptun, kann diese Liebe sein, jemand von Vergangenheit. Jetzt schauen wir an diese Legung. In die Mitte ist die Thema. Wo haben wir Glück? Oder wie sieht es aus mit Gerechtigkeit? Das Glück kommt entgegen. Die Feuerelement bedeutet aktiv, ist schon in Bewegung. Das Glück kommt jetzt schon entgegen. Natürlich kann auch eine männliche Person sein, wo wieder die Kontakt sucht und kommt entgegen. Die Gespräche, die Kommunikation, haben wir da Glück oder sollen wir über Glück sprechen? Und was ist mit dieser rechtlichen Seite? Ein Vertrag bringt Glück. Das kann Mietvertrag sein, das kann Kaufvertrag sein, das kann auch Ehe sein, aber auch ein Arbeitsvertrag. Natürlich in der Liebepartnerschaft würde das bedeuten, durch ein Gespräch stabilisiert sich etwas, klärt sich etwas auf. Die Liebepartnerschaft haben wir Glück zur Zeit. Dieses Festhalten bremst dieses Glück. Was halten wir oft fest?
Das ist die Zweifel und Angst. Natürlich kann auch bedeuten, dass ihr habt einen Partner oder Wunschpartner und er ist noch gebunden aus finanziellen Gründen, das auch bremst das alles und ist momentan eine Übergangssituation in die Liebepartnerschaft. Die Brücke symbolisiert einen Übergang. Ihr seid noch nicht ins Ziel angekommen. Das Festhalten kann die Finanzen sein, aber kann auch Gefühle sein wie Zweifel oder Angst momentan. Und diese Unbeweglichkeit natürlich passt zur Rückläufigkeit von Jupiter, aber wir können in Vertrauen bleiben, weil etwas nähert sich. Und auch wenn das nicht jetzt in den heutigen Tag ist, aber etwas kommt entgegen, auch in die Liebe, Partnerschaft. Was sollen wir tun, dass wir mehr Glück haben? Oder was sollen wir tun in einer rechtlichen Lage? Das ist eine Einladung, einen schönen romantischen Abend. Das passt nicht so im Gerichtssaal, aber könnt ihr mal überlegen, dass ihr vielleicht mal die Richter einladet zum Essen. Aber das eher beschreibt das Privatleben, die Liebe, Partnerschaft und dass da mal mehr Glück ist in die Liebe. Ist wichtig eine Einladung. Entweder ihr bekommt eine Einladung oder ihr sollt jemand einladen. Kann auch bedeuten, dass ihr bekommt eine Einladung zum Geburtstag oder zum Hochzeit oder ein Fest und dort werdet ihr jemand begegnen und daran liegt das Glück, ist auch möglich. Jetzt die rechtliche Lage und das ist auch die Thema, was sagt dieses Bild noch zusätzlich dazu. Etwas geht nicht voran in die rechtliche Lage oder ihr bekommt momentan euren Recht nicht und das macht traurig, hoffnungslos, aber ein bisschen Geduld noch, weil etwas Positives kommt entgegen, also die Situation bleibt nicht so. Welche Lernaufgabe haben wir diesbezüglich, was unserem Recht betrifft? Dass wir das erkämpfen, dass wir das nicht gefallen lassen, wenn jemand versucht, uns ungerecht behandeln, dass wir nicht davonlaufen, sondern uns wehren. Welche Veränderungen sind zum Erwarten? In einer rechtlichen Lage. Jemand mischt sich ein. Und es ist wichtig, dass er in eurer Meinung bleibt. Und das ist dieses Zusammenkommen und dass ihr das festhält und versucht, das zu ignorieren, was die anderen haben, vielleicht mal andere Meinung. Das kann auch bedeuten, dass ihr das als ungerecht empfindet, wenn eine dritte Person sich da einmischt. Kann natürlich auch bedeuten in die Liebe, Partnerschaft, dass da Einflüsse kommen von außen und das empfindet ihr als ungerecht und das sollte man beenden, verändern, weil das sind Störfaktoren. Die Träume, die Visionen. Natürlich, Jupiter ist auch das große, große Glück. Jeder träumt mal davon, Glück zu haben, etwas gewinnen oder eine gute Arbeit bekommen oder Glück in der Liebe, Partnerschaft. Welcher Traum kommt zur Erfüllung? Wie stehen die Sterne? Sie stehen sehr gut. Ihr seid im richtigen Weg und trifft gerade die richtige Entscheidung. Das Glück steht an eurer Seite. Aber die Brücke zeigt an, es ist noch nicht ganz da, ein bisschen Geduld noch. Das kommt entgegen. Das ist eine Übergangsphase. Eine Verabredung wird ausgesprochen. Eine Einladung liegt auch sehr gut. Es ist etwas noch ungerecht. Ihr habt auch noch Kampf, wo euch beweisen soll. Es sind auch Störfaktoren da. Das sollen wir auch berücksichtigen.
aber die Richtung stimmt und damit habt ihr schon Glück, weil ihr trifft gerade die richtigen Entscheidungen und ein bisschen Geduld noch, ihr werdet auch ins Ziel ankommen. Was gibt Kraft? Oder was hilft? Das kann natürlich eine Dame sein, diese Unterstützung oder die Ausstrahlung, das selbstbewusste Ausstrahlung. Aber seid ihr etwas geheimnisvoll, habt ihr viel mehr Vorteile. Und das war die Jupiter-Orakel. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.